Aus Internet und Fernsehen haben die Frauen vom Nähzirkel des Krötenhofes, von der internationalen Hilfsaktion der Herzkissen für Brustkrebspatientinnen gehört und sich gedacht, bevor wir irgendetwas nähen, könnte man auch etwas Nützliches mit den eigenen Händen schaffen. Die großen und kleinen Herzen werden dann an das Brustkrebszentrum des Diakonissenkrankenhauses überreicht. Mitstreiterinnen sind dabei gerne gesehen. Also wir sind sehr daran interessiert, Nachschub für uns zu bekommen. Das heißt, wir sind auch alle schon Rentner, die das gestalten. Wir möchten das noch ganz, ganz lange machen, weil wir mächtig viel Freude dran haben. Aber wir müssen ja irgendwo ein bisschen Nachwuchs kriegen. Und wir sitzen im Krötenhof. Das ist ein Mehrgenerationenhaus in Richtung Dessau-Waldersee und haben da Räumlichkeiten, wo wir unsere Nähmaschinen haben, wo wir aber nicht nur nähen, wir können auch andere Handarbeitstechniken anbieten. Und wer Interesse hat, sollte kommen. Gäste sind gerne gesehen, sie müssen nicht immer gleich Mitglied werden, sie können da erstmal reinschnuppern und wer Lust hat, soll kommen. Wir freuen uns drüber. Die Nähaktion im Karstadt sollte vor allem die Öffentlichkeit auf das Thema Brustkrebs aufmerksam machen. Vor allem Frauen sind von der Diagnose Brustkrebs betroffen, ein schlimmes Schicksal für alle Beteiligten. Damit die Frauen sich nicht mit ihrer Situation alleine fühlen, sollen ihnen die Herzkissen über die schwere Zeit hinweghelfen. Auch für Karstadt-Filial-Geschäftsführerin Nadine Neumann ist das soziale Engagement selbstverständlich. Also wir unterstützen natürlich seit einigen Jahren schon den Krötenhof. Und ja, unser Herzensanliegen ist natürlich immer wirklich auch lokale Partner zu unterstützen, die hier am Ort sind, auch in Dessau natürlich, in Dessau-Roßlau. Und wie gesagt, dadurch haben wir natürlich schon seit Jahren jetzt den Krötenhof gewonnen oder der Krötenhof uns, wie man sieht. Und wie gesagt, wir haben natürlich auch ein sehr großes Team in unserer Filiale, auch bei Karstadt. Und da trifft man natürlich oder bekommt sehr viele Schicksale auch mit, auch von den Mitarbeitern. Es ist keine Familie natürlich mittlerweile, die fast nicht wirklich vor Krebs auch gefeit ist. Und insofern ist es für uns natürlich immer wieder auch eine schöne Sache, auch den guten Zweck zu unterstützen. Und wie gesagt, ja, generell natürlich auch die Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Helfern ist für uns, wie gesagt, auch immer wichtig und insofern auch die Unterstützung von unserer Seite. Dabei stellt Karstadt nicht nur die Räumlichkeiten für die Nähaktion zur Verfügung, sondern beteiligt sich auch tatkräftig an den Materialien. Und da werden dieses Jahr noch ein paar Bahnen Stoff gebraucht. Also wir haben uns ein Ziel gesetzt. Wir haben uns ja erkundigt im Vorfeld von dieser ganzen Sache, werden überhaupt solche Herzen gebraucht, wie viele werden gebraucht. Die Frau Dr. Huke hat uns gesagt, sie hat etwa 200 Operationen pro Jahr. Das heißt also, nicht jedem wird sie wahrscheinlich so ein Herz geben können oder nicht jeder ist daran interessiert von den Patienten, aber wir möchten so, dass jede Patientin die Möglichkeit hat, so eins zu bekommen. Also Ziel 200 Stück, Karstadt muss uns also noch ein bisschen helfen. So manche engagierte Jungnäherin haben die Mamas und Omas aber schon für sich und ihre Ziele gewinnen können. Annalena gefällt dabei insbesondere der soziale Aspekt. Ja, also ich finde es gut, weil wenn man das jetzt nicht machen würde, naja, ich weiß nicht, wie sich die Frauen dann fühlen würden. Ich glaube, das ist so eine kleine Ermunterung für die Frauen. Ja, also ich werde immer durch meine Oma informiert, dass es wieder weitergeht und deswegen würde ich auch sehr gerne immer wieder mitwachen, wenn ich Zeit habe. Jedes einzelne Kissen zaubert dabei ein Lächeln in das Gesicht der Patientin. Und ein positives Feedback haben die Damen vom Nähzirkel des Krötenhofes auch schon bekommen. Und das hinterlässt nicht nur ein positives Gefühl, sondern spornt auch an, weiterzumachen.